Würden Sie mir bitte ein Taxi bestellen? Mach ich. Danke. Morgen. Ach, Herr Heinemann. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Es war sehr nett, dass Sie mein Fahrrad repariert haben. Gern geschehen. Wissen Sie, das Fahrrad erinnert mich an den Unfall und daran, dass ich jetzt eine ganze Weile nicht trainieren kann und wahrscheinlich auch nicht zur WM kann. Aber ich weiß, es ist kein Grund, so unhöflich zu Ihnen zu sein. Sie nehmen an. Wer kann Ihnen schon lange böse sein? Und danke für die Blumen. Allerdings waren auf dem Aufkleber keine Schneeglöckchen, sondern Märzenbecher. Ihnen kann man es aber auch nicht recht machen. Ich habe mich aber trotzdem gefreut. Sie reisen ab? Ja, nach München. Ich muss mal wieder nach der Wohnung schauen. Kann das nicht irgendein Nachbar für Sie übernehmen? Doch, aber ich bin ja eigentlich krankgeschrieben und mein Arbeitgeber will auch ein neues Attest. Wahrscheinlich schicken die mich auch noch zum Vertrauensarzt. Oh. Ach, wenn man vom Teufel spricht. Ja, Bruckner? Was? Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ja, danke für den Anruf. Ist was passiert? Sie können das Taxi wieder abbestellen. Sie bleiben. Ich habe gerade meinen Job verloren. Die haben mir gekündigt. Emma, du hast Besuch? Herr Saalfeld. Guten Morgen, Frau Strobel. Was führt Sie zu mir? Zunächst würde ich gerne wissen, wie es Ihnen geht. Besser, danke. Das freut mich. Ich hatte Glück im Unglück. Ja, das freut mich, ganz ehrlich. Aber Sie sind doch bestimmt nicht nur gekommen, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Nein, ich hätte eine Frage an Sie. Emma geht's schon besser, aber sie muss sich noch schonen. Ja, dann möchte ich mich auch noch bei Ihnen bedanken. Ich weiß, was Sie für mich getan haben, als es mir so schlecht ging. Sie hatten tatsächlich den Mut, meiner Frau die Stirn zu bieten. Das war doch selbstverständlich. Und was wollten Sie mich fragen? Ja, Danke, danke. Sie waren noch bis vor kurzem mit Ben Sponheim zusammen. Ja. Da wissen Sie vielleicht auch von den 2 Millionen aus der Lebensversicherung, die er für mich und Sylvie... Ja, Barb. Na, also meine Frau... Die Ben verbrennen sollte. Ja. Das hat er nicht getan, oder? Nein. Wissen Sie, was mit dem Geld passiert ist? Frau Strobel, das ist ganz wichtig für mich. Sie müssen wahrscheinlich das Geld der Versicherung zurückzahlen, oder? Ja. Wenn ich das nicht schaffe, dann stecke ich tief im Schlamassel. Ben hat das Geld im Wald vergraben, aber es wurde ihm gestohlen. Sind Sie sicher? Ich habe das Loch mit eigenen Augen gesehen. So ein Glück möchte ich auch mal haben. 2 Millionen zu finden, die jemand irgendwo verbuddelt hat. Sind Sie sicher, dass ihm das Geld wirklich gestohlen wurde? Dass es nicht ein Trick war, um ihn weiszumachen, er hätte es nicht mehr? Nein, das glaube ich nicht. Wie ich Sie einschätze, Frau Strobel, waren Sie sicher damit nicht einverstanden, dass er das Geld behalten hat? Ganz und gar nicht, ja. Also könnte er gelogen haben. Herr Saalfeld, Ben war völlig durch den Wind, als das Geld weg war. Er hat sogar einen Gast beschuldigt, es genommen zu haben. Und das hätte er doch niemals gemacht, wenn er selbst das Geld gehabt hätte. Er hat richtig Ärger deswegen bekommen. Puh, dann ist es also wirklich so. Ja. Das tut mir leid, Herr Saalfeld. Was machen Sie denn jetzt? Was soll ich schon machen? Ich muss mir die 2 Millionen leihen. Sie Ärmste. Dass Sie das einfach so machen können? Ich dachte immer, wenn man krank ist, dann kann man nicht gekündigt werden.
Rechtens ist es wahrscheinlich auch nicht, aber trotzdem gang und gäbe bei Zeitarbeitsfirmen. Da müssen Sie klagen. Ach, rausgeschmissenes Geld. Deren Rechtsverdreher erfinden dann irgendetwas und am Schluss habe ich dann gegen den Vertrag verstoßen. Oder was weiß ich. So kriege ich wenigstens noch den Monat bezahlt. Trotzdem, eine Schweinerei, was Sie da mit Ihnen veranstalten. Ich habe ja gewusst, worauf ich mich einlasse. Jetzt habe ich auch keinen Grund zu klagen. Warum haben Sie denn überhaupt bei so einer Firma angefangen? Sie als Köchin hätten doch bestimmt eine Festanstellung bekommen. Mit einer 60-Stunden-Arbeitswoche? Bei denen an geregeltes Training überhaupt nicht mehr zu denken ist? Dann ist also Ihr Sport der Grund. Es gab mal eine Zeit, da habe ich gedacht, ich könnte beides schaffen. Spitzenköchin werden und Weltmeisterin im Bogenschießen. Das war dann doch zu viel. Selbst für eine Frau wie Sie. Aber dann habe ich gedacht, die Köchin bleibt mir. Aber mit dem Sport ist es irgendwann vorbei. Was haben Sie jetzt vor? Wenn ich das wüsste. Warum bleiben Sie nicht einfach hier? Ihr Bruder ist hier, die Trainingsbedingungen sind ideal. Sofern ich wieder trainieren kann. Dr. Niederbühl, der kriegt Sie schon wieder hin. Also, was zieht Sie nach München? Nichts eigentlich. Da haben Sie recht. Außer, ich gehe Ihnen irgendwann so auf die Nerven, dass Sie vor mir fliegen müssen. Naja, so schlimm sind Sie nun auch wieder nicht. Nur an Ihren mangelnden Kenntnissen der hiesigen Flora, daran müssten wir noch ein bisschen arbeiten. Irgendwann kann ich ein Märzenglöckchen von einem Schneebecher unterscheiden. Sag mal, hast du die Menüvorbestellung für die Kongressteilnehmer? Für das Bankett im Rosenzimmer? Ah, selbstverständlich. Morgen. Moment mal. Ja? Was machen Sie hier? Ja, wonach sieht's denn aus? Arbeiten. Sie arbeiten bei mir in der Küche. Seit heute nicht mehr. Das wüsste ich, aber los, ziehen Sie sich um, aber zackig. Tut mir leid, aber Sie haben mir nichts mehr zu sagen. Ab heute ist Frau Sonnenbichler meine Chefin. Glauben Sie mir, ist es besser so. Wir müssen Privates und Berufliches trennen. Und ich bin einfach im Restaurant hier besser aufgehoben als bei Ihnen in der Küche. Was heißt denn hier privat? Was meinen Sie? Privates eben. Wirklich mutig von Ihnen, dass Sie einfach in den blauen Salon gestürmt sind. Nur mit einem Feuerlöscher bewaffnet. Ich hätte ja auch nicht einfach zusehen können, wie uns das Haus über den Köpfen abbrennt. Ich hätte auf die Feuerwehr gewartet. Ach, die brauchen immer so lang. Da wäre vielleicht noch mehr verbrannt als nur Ihre Kollektion. Ja, Sie haben bestimmt getan, was Sie konnten. Sehr traurig. Ja, es steckte viel Arbeit in der Kollektion und in der Vorbereitung der Modenschau. Und meine Schwester ist im Rauch beinahe ums Leben gekommen. Also, wenn es vielleicht irgendetwas gibt, womit ich Sie wieder aufheitern könnte, dann... Was schlagen Sie denn vor? Ich weiß nicht. Vielleicht ein kleiner Ausflug ins Münchner Nachtleben? Oder hier einen Cocktail unter ländlichem Sternenhimmel? Klingt verlockend. Vielleicht ein andermal. Durch den Brand habe ich alle Hände voll zu tun. Aber man sieht sich. Ja. Armer schwarzer Kater. Was denn? Hast du ihre Blicke nicht gesehen? Dein Selbstbewusstsein möchte ich haben. Sag mal, was machst du eigentlich noch hier? Du solltest doch schon längst im Zug Richtung München sitzen. Ich habe meine Pläne geändert. Ändern müssen. Die Mistkerle von der Zeitarbeitsfirma haben mich rausgeschmissen. Die haben was? Die haben mich gefeuert. Kann ich vorerst noch eine Weile bei dir bleiben? Ja, klar. Hallo? Kannst du in Zukunft klopfen, bevor du hier reinkommst? Du wohnst hier nicht mehr. Weißt du, bei Emma? Wie geht's ihr jetzt? Hast du heute Morgen noch nicht mit ihr telefoniert? Doch, natürlich. Ihr geht's gut. Sie hat geschlafen wie ein Engel. Im Gegensatz zu mir, ich habe heute Nacht kein Auge zugetan. Felix, das kann doch nicht alles gewesen sein zwischen uns. Auf einmal macht's Boom und es ist alles aus. Auf einmal macht es Boom? Das ist die Konsequenz aus dem ganzen Mist, den du gebaut hast. Aber du hast mich doch geliebt. Da hast du mich die ganze Zeit nur angelogen. Ich hab dich nicht angelogen. Rosalie, es ist Schluss. Endgültig.
mich noch mal in deinen Arm, bitte. Was? Wozu? Bitte. Okay. Hier.